Marino-Brüder. Clint, ein angesehener Farmer, Frank, Simon, John und Bill. Sie waren die ersten Zugräuber der amerikanischen Geschichte. Mit Plünderungen, Brandstiftungen und Morden machte dieser berüchtigte Clan die Staaten an der Grenze zum Wilden Westen unsicher und setzte ein Beispiel für die vielen Gesetzlosen, die später nachfolgen sollten. Die James Boys, die Daltons und die Youngers. Wir schreiben das Jahr 1866 und befinden uns im Süden des Bundesstaates Indiana. Niemand von euch Angst kriegt. Diese Renos sind keine gewöhnlichen Räuber. Sie haben den Instinkt von Tieren. Wenn sie das Geringste merken, verschwinden sie. Wir warten, bis sie wieder aus der Bank kommen. Verstanden? Bis sie rauskommen. Die Hilfs-Sheriffs gehen auf ihre Posten. Der Rest von euch besetzt, wie besprochen, die Stellungen entlang der Straße. Kommt, die Renos, kommt! Versteckt euch doch! Ihr Rechtsreihen auf! Der Kleine kostet 3 Cent, der Große 5. Die Renos kommen! Ein Pech, dass Peterson nicht dabei ist. Auf den werden die Renos sicher nicht warten. Seid ihr fertig in der Bank? Ja, alles in Ordnung. Gut. Los, verschwindet! Die Renos kommen! Die Renos! Hü! Die Bank, die wir besuchen. Benehmt euch unauffällig und vergesst nicht, ihr seid ehrbare Farmer. Alles klar? Dann geht in Deckung. Wenn Sie das Geld rausbringen. Diesmal schnappen wir Sie mit der Beute. Finde ich auch. Es ist merkwürdig, dass man keine Bewohner sieht. Wieso wundert dich das? Niemand weiß doch hier, dass wir kommen wollen.
Umso schneller sind wir weg. Frank hat recht. Mir gefällt das auch nicht. Für dein Alter bist du sehr nervös. Ruhe. Was sollen wir tun, Frank? Weiterfahren. Wir brauchen viel zu lange, um hinzukommen. Wenn wir schon hier sind, dann bringen wir die Sache auch zu Ende. Was meinst du, Frank? Wir riskieren's. Sind Sie erwischt? Er ist tot. Los, kommen Sie! Der Grenze sind sie leider vor uns sicher. Dort herrschen sie. Und keiner wagt es, die Bande zu bekämpfen. Einen haben wir wenigstens erwischt. Tja. Also umkehren! Das hilft auch nichts, Frank. Davon wird Bill nicht wieder lebendig. Laura, sei still. Ach so. Es soll mir wohl gleich sein, wenn einem von euch etwas passiert. Dieses Mal war es Bill. Das nächste Mal ist es ein anderer. Schon möglich, Laura. Oh, verschwindet von hier. Verlasst diese Gegend.
Woanders weiß bestimmt niemand, wer die Renus sind. Uns kennt man überall. Ausgeschlossen. Ach. Es ist meine Schuld. Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Hör endlich auf zu jammern. Mich interessiert nur, woher wussten die, dass wir kommen. Da hast du recht. Etwas ist faul daran. Es kann dich jemand beim Auskundschaften beobachtet haben. Möglich. Sie wussten aber auch, wann wir kommen. Ist es etwa dein Lieblingsbruder? Ja. Das musste kommen. Ein Reno wird erschossen. Spar dir deine Predigt. Sei still, Sim. Der Jüngste von uns liegt verwundet auf der Straße und seine mutigen Brüder laufen davon. Nicht einmal Tiere bringen das fertig. Er war nicht verwundet, sondern tot. Das ist für mich kein Unterschied. Hört denn sich auf zu streiten. Wir haben dich hergerufen, weil wir dich bitten wollen, Bills Leiche abzuholen. Dir gibt man sie. Du meinst, man sperrt mich nicht ein. Ein Reno, der nichts auf dem Kerbholz hat, ist hier wie ein Wunder, nicht wahr? Man hat uns überlistet. Jemand hat verraten, dass wir kommen. Und das überrascht euch. Ein toter Reno ist viel wert. Sehr viel. Du wusstest von der Sache. Willst du behaupten, dass ich ein vernünftiger bin? Sieh dich vor! Dich erwische ich noch mal, du Psalmensänger. Er hat sehr an Bill gehangen. So wie ich. Ich wollte nicht, dass er zu eurer Bande gehört. Und du, solange du lebst, versuche niemals wieder, mich einen Verräter zu nennen. Hast du Pläne? Behalte sie für dich! Ich will davon kein Wort mehr hören. Na gut. Ehrloses Gesindel. Euch wird man sicher eines Tages alle noch erwischen. Verbrecher, die eine empörte Menge vor Wut erschlägt. Bills Tod war nur der Anfang. Sei du vernünftig, Laura. Siehst du es ein? Was geht mich das an? Sie wohnen bei dir. Was hab ich denn damit zu tun? Vater hätte dir niemals das Haus hinterlassen, wenn er gewusst hätte, was hier geschieht. Ich kann meine Brüder nicht rauswerfen. Du weißt, dass du sie unterstützt. Dafür endest du eines Tages genau wie sie im Zuchthaus. Lass sie in Ruhe, Clint. Petersen wird sie sich holen. Genauso wie ihr euch auch erwischt. Ich garantiere dir, mit Petersen werden wir fertig. Ja, so wie heute. Na gut. Ich hole euch also jetzt Bill. Wir begraben ihn neben den Eltern. Vielleicht ist das ein kleiner Trost für sie. Gaunerbande. Wenn ich die sehe, kommt mir die Galle hoch. Solche Schufte kämen nie ans Ruder, wenn wir Frauen wählen dürften. Ja, wann wird es endlich soweit sein? Wir haben sie selbst gewählt. Das ist unsere Schuld. Man müsste etwas unternehmen. Vergiss nicht, Edelbach hat es versucht. Und du weißt ja, was ihm passiert ist. Lass lieber den Petersen sich um die Bande kümmern. Sie wussten Bescheid. Sie haben uns erwartet. Jemand muss uns verraten haben. Petersen hat hier vielleicht einen Spitzel. Wer hat denn noch von der Sache gewusst?
Sie drei. Hören Sie, Frank. Das war kein Vorwurf. Wir schlachten ja nicht selber unsere goldene Gans. Hat Clint es gewusst? Er war es nicht. Mein Bruder macht nicht mit, aber er unternimmt auch nichts gegen uns. Was ist mit Sim? Er redet gern, wenn er getrunken hat. Ja, und wir wissen, dass er oft bei Murphy trinkt. Und gern schwatzt. Murphy ist der Einzige, der noch nicht lange in unserer Stadt wohnt. Ist etwa Murphy Petersens Spitzel? Gib mir ein Bier, Murphy. Tag, Sim. Ist ganz schön voll. Herrlich, ich trinke noch mehr. Sie haben ihn ermordet. Sie haben ihn ermordet. Du meinst wohl Bill. Wie ist das eigentlich passiert? Es war mein Fehler. Ich schoss zu früh und alarmierte alle. Sie haben ihn grundlos umgebracht. Ich bin schuld, Murphy. Ich bin schuld. Das würde nicht mal Bill glauben. Er hat immer gesagt, du wärst ihn von allen der Liebste. Ich war es, bis ich diesen Fehler gemacht habe. Es ist meine Schuld. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Der eine stirbt früher, der andere später. Aber die da kommen zuerst dran. Sonnabend werden wir noch mal hinreiten und dann machen wir reinen Tisch. Unsere Rache für Bill. Denn diesmal werden die bezahlen. Und zwar bar bezahlen. Murphy war's. Glaubst du? Er hat um 10 sein Lokal geschlossen. Ich bin ihm gefolgt. Zu Hause hat er einen Brief geschrieben, hat sein Pferd gesattelt und ist fortgeritten. Und wohin? Richtung Glendale, glaube ich. Er hat mich aber nicht bemerkt. Wie lange ist das her? Etwa 40 Minuten. Aber wo gibt er den Brief denn ab? Nirgends. Er legt ihn irgendwo hin und einer von Petersens Leuten holt ihn. Gemeiner Spitzel. Den finden wir noch früh genug. Ob der schon wieder zu Hause ist? Wartet. Wir haben Zeit. Sag Tobi, er soll satteln. Tobi, warte, bis wir zurück sind. Was du, Murphy? Ausgeritten. Wie, mitten in der Nacht? Gibt's ein Gesetz, das mir das verbietet? Gemeiner Spitzel. Ich weiß nicht, was du meinst, Sim. Du arbeitest für Petersen. Petersen, du bist ja verrückt. Lüg uns nichts vor, Murphy. Ihr kennt mich doch. Ihr könnt mir wirklich glauben. Wir wissen, dass du bei Petersen warst, um den Banküberfall zu verraten. Warum ausgerechnet ich? Weil du dafür bezahlt wirst. Du hast heute Abend schon wieder so eine Nachricht an Petersen geschickt. Stimmt's, Murphy?
Ihr habt wirklich sehr komische Einfälle. Wir haben den Beweis. Sim hat sich betrunken gestellt und du bist in die Falle gegangen. Wir wussten, dass du darauf reinfällst. Und Courtright hat dich wegreiten sehen. Courtright lügt! Den Strick her. Wenn ihr mich umbringt, dann kommt ein anderer für mich. Den erwischen wir auch. Bindet ihn da an. John, führ das Pferd raus. Warten wir, bis er bei sich ist, damit er sieht, was ihm passiert. Nein, es eilt. There's another letter for Peterson. Claxton ist da, Vater. Aha. Na gut, er möchte reinkommen. Bitte, Monk. Danke, Bill. Guten Tag, Mr. Peterson. Freue mich, Sie zu sehen. Bitte. Danke sehr. Was gibt's in Denver? Nichts Besonderes. Was sagen Sie zu Murphy? Tja, schlimm. Das passiert, wenn man zu unvorsichtig ist. Die schrecken vor nichts zurück. Sie haben die ganze Gegend in ihrer Gewalt. Richter, Staatsanwalt und Sheriff sind auf ihrer Seite. Und die verdanken ihre Ämter den Renos. Ich verstehe nicht, wie sowas möglich ist. Wenn die Bevölkerung eines Landes immer nur Freiheit kennt, empfindet sie die als selbstverständlich. Bei der Wahl wird sie dann träge oder leichtsinnig und so weiter. Der Fehler ist nun mal geschehen und wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Tja, aber wie? Sie sind sicher verheiratet, Monk. Jawohl, aber meine Frau kennt meinen Beruf. Ich würde es mir noch einmal überlegen. Natürlich konnte ich nicht ahnen, mit welcher Aufgabe Sie mich betrauen wollen. Aber der Fall klingt sehr nach Beförderung. Versuchen Sie lieber nicht, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich liebe meinen Beruf, glauben Sie mir. Wäre es nicht so, hätte ich ihn längst an den Nagel gehängt. Ich kann mir vorstellen, was mir bevorsteht. Dann ist es gut. Ich habe einen neuen Mann, mit dem Sie zusammenarbeiten. Ich glaube, für einen Anfänger wird das hier zu schwierig. Kein Neuling. Er hat auf dem Gebiet schon ausreichende Erfahrungen. Vielleicht noch nicht unter diesen Verhältnissen, aber ich bin überzeugt davon, dass er mit dieser Art Verbrecher auch schnell fertig wird. Er heißt Jim Barlow. Barlow? Sie kennen ihn wohl zufällig. Wenn es derselbe Jim Barlow ist, den ich meine, sind wir bekannt. Das ist er. Er war mal bei den Südstaaten. Wir haben das erst nach dem Krieg festgestellt. Mr. Greeley sagt, er ist so viel wie eine Armee wert. Diesmal ist Mr. Greeley der gleichen Ansicht wie Mr. Lincoln gewesen. Ich wüsste gern, woher er so gut informiert war. Die Generalsfrauen fanden ihn sicher außerordentlich charmant. Unwiderstehlich, meinst du sicher? Übrigens erinnere ich mich... Ich war nicht der Einzige, der ihn zum Kommen aufgefordert hat. Andere sind auch noch daran beteiligt. Es mag unwahrscheinlich klingen. Mich wird keiner so leicht reinlegen, nicht mal die Reno-Bande. Das glaube ich Ihnen sehr gern. Vertrauen Sie ihm unbedingt und überlassen Sie ihm die Leitung. Hat er Verbindungen zu den Renos angeknüpft? Das nicht. Weil er weiß, dass Sie zu ihm hinkommen. Sie melden also sofort den Überfall dem Sheriff. Mein Steckbrief ist folgender.
1,86 Meter groß, 185 Pfund schwer, braune Augen und blondes Haar. 1,86 groß, 185 Pfund schwer, braune Augen, blondes Haar. Wir sind an der verabredeten Stelle. Gut, das Haltesignal. Ich gehe so lange nach hinten. Die Kassette werfe ich Ihnen beim Absprung nach. Ja, und wenn ich abgesprungen bin, dann tüchtig auf mich schießen. Merken Sie sich, ich habe Ihr Gewehr mitgenommen, aber Sie hatten eins in Reserve. Also erst schieße ich auf Sie und wenn der Zug hält, dann gebe ich Alarm. Ja, richtig, machen Sie auf. Das hat geklappt, Jim. Guten Morgen. Ist das nicht Mr. Johalswagen? Ja, meines Onkels. Ich will eine Seite Pökelfleisch, 10 Pfund Zucker, 5 Pfund Kaffee, ein Päckchen Soda und eine Badewanne. Jawohl, mein Herr. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind sicher Jim Barlow, Mr. Jewels Neffe. Ganz recht. Er hat erzählt, dass Sie kommen. Wohnen Sie bei ihm auf der Farm? Sie sind Maler? Ja, das stimmt. Was meinen Sie? Oh, Menschen, Stillleben. Wie Herr Greco? Rembrandt, Van Dyck? Nicht ganz. Ja, das hier ist Mr. Claxton. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie auch Maler? Nein, ich pflege nur Mr. Barlow. Er ist gesundheitlich nicht auf der Höhe. So. Guten Morgen, Miss Laura. Guten Morgen, Mr. Fischer. Haben Sie alles eingepackt? Ja, schon geschehen. Ach, Miss Reno, das ist Mr. Barlow. Guten Tag, Mr. Barlow. Sehr erfreut, Miss Reno. Mr. Ewells Neffe. Er ist Maler. So? Wäre das alles? Entschuldigen Sie. $30 und $20. Mr. Fischer, können Sie das wechseln? Oh. Mr. Barlow? Ja? Haben Sie es nicht kleiner? Leider nicht. Mein ganzes Kleingeld. So, jetzt klappt's. Vielen Dank. Gern zu Dienst. Das freut mich. Ich bleibe noch einige Zeit hier. Bitte, Miss Laura. Oh, darf ich helfen? Nein, danke. Aber ich tue es sehr gern. Oh, ja, dann bitte. Wer geht da mit Laura? Ich weiß nicht, wer das ist.
Danke vielmals. Hoffentlich kann ich Sie mal wiedersehen. Miss Laura, darf ich Sie mal besuchen? Nein, lieber nicht, Mr. Barlow. Wer sind Sie denn? Das geht dich gar nichts an, Pete. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Was wünschen Sie? Sie haben's gehört. Verschwinden sollen Sie! Liebe Freunde, ihr habt kein gutes Benehmen. Monk, nehmen Sie einen Revolver. Entschuldigen Sie, Miss Laura. Manch einer kann's nicht lassen. $30.000, Frank, das ist eine ganze Menge. Seid ihr denn verrückt? Wir wissen nichts von dem Eisenbahnüberfall. Der Räuber trug eine Maske, hatte braune Augen, blondes Haar, war etwa 35 Jahre alt und war 1,86 Meter groß. Die Beschreibung passt zu dir. Vorsicht, so. Lettimore! Zu anderen passt sie auch. $30.000. Der Richter wäre bestimmt nicht böse, wenn er einen Teil davon erhält. Wir waren's nicht. Aber schön wär's ja. Misch du dich nicht rein, Sim. Sie halten besser Ihren Mund. Hören Sie, bis jetzt haben Sie noch stets von jedem Geschäft Ihren Anteil bekommen und kriegen ihn auch weiter. Wir haben Sie doch noch nie übers Ohr gehauen. Na gut, Frank. Als Staatsanwalt sage ich Ihnen aber, ich warne Sie. Du warst zu grob zu ihm. Wenn die nicht das Maul halten, werde ich noch gröber. Sitzen zu Hause und wir halten inzwischen den Kopf hin. Wir zahlen, damit Sie beide Augen zudrücken. $30.000 sind eine hübsche Menge. Ein netter Einfall mit dem Zug. Leider hatten wir ihn nicht. Brrr. Was wollten die denn von euch? Ihren Anteil, weil sie glaubten, dass John den Zug überfallen hätte. Ja, Frank hat ihnen das Maul gestopft. Ich glaube, ihr solltet sie nicht verärgern. Besser wär's, sie ärgern mich nicht. Was? Großartig. Bei deiner Vorbereitung? Gut. Habt ihr Revolver gekauft? Wir haben zwei Herren getroffen. Die hatten was gegen uns. Zwei übermütige Burschen namens Pete und Lee. Die gehören zu den Reno-Leuten. Zur Familie? Nein, zur Bande. So. Die Sache kommt schon ins Rollen, nicht wahr? Wir hoffen es. Für den Anfang reicht's. Aber die Beschreibung passt auf John Reno. John Reno war es nicht, weil er nichts alleine unternimmt. Frank war es dann schon eher. Frank war es schon gar nicht. Der kommt nicht auf sowas. Ihr seid zu misstrauisch. Wir haben Grund zum Misstrauen. Unser Anteil wird immer kleiner und kleiner. Wie lange dauert's und wir kriegen nichts mehr. Ausgeschlossen. Wir werden wieder auf 2 Jahre gewählt. Und dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Glaubt ihr denn, dass das noch 2 Jahre gut geht? Dass wir mit den Renos unter einer Decke stecken, weiß jedes Kind. Hehlerei. Verschwörung, Wahlschwindel, hässliche Worte sind das, aber sie stimmen. Denken wir an Tatsachen. Der Bankraub hätte viel einbringen können. Kein Grund zur Aufregung. Die Sache in Davis wird uns viel mehr einbringen. Wie viel springt da für uns raus? Ich schätze über 20.000. Diesmal sichern wir uns. Wir schicken Jason oder Cordwright mit. Die haben keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet. Das ist unwichtig. Wenn es ums Geld geht, brauchen wir jemanden, dem wir trauen können. Gibt's denn auch jemanden, dem man trauen kann? Bitte, Herr Richter. Das kommt vom Pomeroy aus der Bank. Er hat eine von den 100-Dollar-Noten vom Überfall. Die Seriennummer stimmt. Wo hat er die her? Er hat sie vom Fischer bekommen. Ob die von den Renos stammt? Das wird sich herausstellen. Ja, ich erinnere mich. Der erste 100-Dollar-Schein in diesem Jahr. Von Joels Neffe ist der.
Der mit Pete McCartney und Ernie den Krach hatte. Ganz recht, er ist Barlow und ist Maler. Er ist neu hier. Wenn er sich mit denen einlässt, muss er neu sein. Er hatte eine ganze Handvoll 100-Dollar-Scheine. Was ist denn? Nichts, nichts, nichts. Schon in Ordnung. Danke, Fischer. Er hat eine ganze Handvoll 100-Dollar-Scheine. Und noch etwas. Der Steckbrief passt genau auf ihn. Ihr werdet von ihm eine Erklärung verlangen. Hm. Los, macht euch auf den Weg. Mhm. Na schön. Eure dauernden Vorwürfe verbitte ich mir. Dann benimm dich anders. Du sollst sie nicht immer mit Fremden abgeben. Ich gebe mich mit niemand ab. Er hat mir ja nur beim Einkaufen behilflich sein wollen. Du warst zu ihm besonders freundlich. Hör zu, was ich dir jetzt sage. Das ist mein Haus. Wer hier wohnen will, muss sich nach mir richten. Na gut. Und nun zur Davis-Sache. Diesmal machen wir es anders als sonst. Wir bilden drei Gruppen. Wer ist da? Jemand, den ich nicht kenne. Ich bringe das hier wieder. Inzwischen werden sich die Herren wohl beruhigt haben. Und ich konnte sie dadurch wiedersehen. Stehen bleiben. Du gehst rein. Ich lasse mich nicht kommandieren. Was suchen Sie hier? Nichts weiter. Ich bringe nur die Ausrüstungsstücke der Freunde von Miss Laura. Zwei Pistolen. Hinwerfen. Verschwinden Sie. Wer ist das? Ich bin Ihr Bruder. Sind Sie eigentlich immer so unfreundlich zu Ihrer Nachbarschaft? Ich pfeife auf Nachbarn. Machen Sie, dass Sie wegkommen, verstanden? Von Ihnen will ich ja gar nichts. Ich komme zu Miss Laura. Verschwinden Sie! Aufhören, Frank! Ach, nicht schießen! Schon gut, Miss Laura. Das Beste ist, wir treffen uns irgendwo anders. Wann werden Sie wieder einkaufen gehen? Gar nicht. Vielleicht morgen. Wiedersehen. Es mag sein, du hast mich. Trotzdem steht eines fest. Wenn hier was schief geht, musst du genauso dran glauben wie wir alle. Was wird wohl in deinen hübschen Kopf reingehen? Vielleicht geht das auch in deinen Kopf rein. Ich bin kein Kind. Und ich lasse mich von dir nicht länger bevormunden. Verstehst du? Höre Mäuse. Nehmt die Hände hoch. Was denn los? Sie auch. Wer sind Sie? Staatsanwalt. Alles, was im Haus ist, rauskommen und Hände hoch. Herr Scherz, kommen Sie sehr teuer zu stehen. Oder Sie. Aber warum werden wir denn eigentlich festgenommen? Sie stehen unter Verdacht. Was für ein Verdacht? Raubüberfall.
Raubüberfall, ihr seid dümmer als erlaubt ist. Los, Leute, bringt sie in die Stadt. Bald reißt mir die Geduld. So viel Dummheit grenzt an Frechheit. Ist euch klar, was ihr hier tut? Unsere Pflicht, weiter nichts. Schafft sie weg. Sechs frisch gedruckte 100-Dollar-Scheine. Wollen wir unsere Ämter vergessen und zwischen uns teilen? Wie? Wieso? Wieso nicht? Und jetzt suchen wir drin. Wir waren unterwegs, um meinen Onkel zu besuchen. Da standen Leute um meine Geldkassette. Wir gingen hin. Ein Zug war überfallen worden. Und wir fanden Geld, das die Räuber wohl verloren hatten. 3 Stunden lang sage ich Ihnen das jetzt schon. Und seit 3 Stunden wollen Sie uns beschwindeln. Ach, ich sag die Wahrheit. Setzen! Ich möchte ein Glas Wasser. Nein! Die Nummern stimmen. Der Steckbrief stimmt. Die Ankunftszeit stimmt. Alles andere stimmt auch. Ein reiner Zufall. Wo ist das Geld? Sie haben's. Ich meine den Rest, die anderen 29.000 Dollar. Was soll ich Ihnen sagen? Sie glauben es ja doch nicht. Was Neues? Die schweigen. Was ist mit ihm? Auch nichts. Na schön, aufstehen! Wird's bald? Wo ist das Geld? Latimore versuchte, ihn auszupressen. Er hat immer nur geantwortet, ich will zum Richter. Latimore wurde wütend und schrie, ich bin der Staatsanwalt, verstanden? Wenn Sie etwas aussagen wollen, dann sagen Sie es gefälligst mir. Natürlich bin ich dafür zuständig. Latimore macht wieder alles verkehrt. Er möchte mit Ihnen sprechen, Richter. Ich weiß. Fangen Sie an. Los. Nur allein. Hören Sie mal, ich bin hier der zuständige Staatsanwalt. Verschwindet. Das ist mein Amt. Ich habe ihm angedroht, dass ich den Eisenbahnschaffner als Zeugen herholen werde. Er wollte gerade gestehen. Verschwindet. Was wollen Sie aussagen? Kann ich etwas Wasser haben? Bitte. Das ist die Ironie des Schicksals. Wieso? Ihr dazwischenkommen. Eine Kleinigkeit passiert und Sie können tun, was Sie wollen. Der schöne Plan will nicht mehr klappen. Sie waren mein Rechenfehler. Ich hatte nämlich jemand in dem Expressbüro, der mit den Transporten Bescheid wusste und mit mir den Raubüberfall auf den Zug verabredete. Die Geldkassette war nicht verschlossen und der Platz geradezu ideal. Und dann kam das Unberechenbare. In meiner Eile verlor ich ein paar von den verdammten Dollarscheinen und schon war es passiert. Schicksal. Wo ist das Übrige? Versteckt. Mein Anteil natürlich. Ihr Teil? Ich denke, Sie waren allein. Niemand kann sowas allein schaffen. Wir waren 6, 7 mit unserem Gewehrsmann. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Wir haben 3 hier. 2. Klecksen und mich. Mein Onkel war nicht dabei. Er weiß von nichts. Ist Klecksens Teil versteckt? Wie meiner, auf meines Onkels Farm. Und wo in der Farm? Das würden Sie ohne mich nie finden. Also, Richter, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, nicht wahr? Sicher können Sie Klecksen und mich einsperren, aber für Sie würde es sich bei der kleinen Belohnung überhaupt nicht auszahlen. Und für mich? Mein Gewehrsmann berichtet mir immer, wenn ein größerer Geldtransport abgeht. Und Sie zerstören damit ein Millionengeschäft. Stehen Sie mit dem Gewehrsmann noch in Verbindung? Ja, natürlich. Er ist der Bürovorsteher. Wo ist das Büro? Halten Sie mich für so unvorsichtig?
Er garantiert, dass Sie nicht lügen. Glauben Sie, ich hätte den Zug auf Verdacht überfallen? Woher wusste ich denn, dass sich da Geld befindet? Ein Millionen-Dollar-Geschäft. Aber nicht, solange ich hier bin. Es könnte uns jemand zuvorkommen. Sie verstehen zu verhandeln und etwas zu unternehmen. Wenn ich rechtzeitig freikomme. Das ist nicht so einfach. Zu viele wissen, dass Sie wegen des Raubüberfalls von mir eingesperrt worden sind. Meine Unschuld hat sich erwiesen. Es waren ja noch mehr bei der Kassette. Sehr einfach. Welche Garantie habe ich, dass Sie nicht schleunigst verschwinden? Die beste der Welt. Ich brauche Sie mehr als Sie mich. Das ist ein sicherer Platz, um meine Unternehmungen hier vorzubereiten. Übrigens, wenn ich ausrücke, bleiben Ihnen zum Trost noch die 3000 Dollar. Ja. Meine Herren, wir müssen uns bei Mr. Barlow entschuldigen. Er ist weiß wie ein Lamm. Augenblick. Vielleicht missverstehen wir uns. Mr. Barlow hat mit dem Überfall überhaupt nichts zu tun. Mr. Barlow hat das Geld gefunden. So. Ja, den Eindruck hatten wir auch. Ja, den hatten wir auch. K3 soll die anderen freilassen. Ich begleite inzwischen Mr. Barlow zu der Farm. Ich komme mit. Und ich? Meinetwegen. Ach, übrigens, haben die Herren dem Richter schon seinen Anteil von meinen 600 Dollar abgegeben? So, hier wie versprochen, 3000 Dollar. Und das ist erst der Anfang. Sehr schön, aber wie geht die Angelegenheit nun weiter? Oh, wir warten, bis sich mein Gewährsmann meldet. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Ja, wir hoffen es noch mehr. Wir haben keinen Cent mehr in der Tasche. Auf Wiedersehen, meine Herren. Die gehören genauso ins Zuchthaus wie die Reno-Bande. Immer langsam, Jim, das kommt auch noch. Mhm. Sind es auch 3000 Dollar? Nicht so aufgeregt, Herr Staatsanwalt. Immer ruhig. Das bin ich. Wisst ihr was? Den schicken wir mit den Renos nach Davis. Anstelle von Jason und Cartwright. Ja, vielleicht. Der wird sich nicht einschüchtern lassen. Werden die Renos sich das gefallen lassen? Garantiert. Wenn ich's anordne. Noch etwas, Miss Laura? Oh, eine Seite Schinkenspeck, bitte. Aber gestern... Ich weiß. Ich will noch eine Seite Speck. Jawohl. Sind 8,5 Pfund genug? Vielen Dank. Noch etwas? Das genügt. Hier ist noch etwas, das Sie ausleihen wollten. Oh, ich danke. Auf Wiedersehen, Mr. Fischer. Auf Wiedersehen, Miss Laura. Guten Tag, Laura. Oh, Clint. Mr. Barlow, gestatten Sie, mein Bruder Clint. Guten Tag. Guten Tag. Es hat mich sehr gefreut, Mr. Barlow. Verzeihung. Die größten Maler der Welt. Ich habe... Das Buch borgt mir Mr. Fischer. Interessieren Sie Maler, Miss Laura? Ja. Maler aus früheren Jahrhunderten. So. Na, dann werden Sie in dem Buch über mich nichts finden. Und wann werden wir uns morgen treffen? Oh, ich kann bald selbst ein Geschäft aufmachen, wenn ich weiter so einkaufe. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wirklich? Danke, Mr. Barlow. Wiedersehen. Musik.
Sind Sie vielleicht lebensmüde? Nein, im Gegenteil. Ich mache Pläne für die Zukunft. Sie gefallen mir nicht. Aber ich bewundere Ihre Unverschämtheit. Richter Hawkins sagt, Sie wären ein so guter Eisenbahnräuber. Wenn er es sagt? Er glaubt, Sie wären gut genug, um sich uns anzuschließen. Das ist ein Kompliment. Mein Freund und ich danken für die Einladung. Ohne Partner. Hawkins hat uns von niemand etwas gesagt, außer Ihnen. Naja. Wann geht es los? Jetzt. Sofort? Und wohin? Wenn Sie mitmachen wollen, dann fragen Sie nicht. Los. Kurzer Rast. War das nicht eben der Grenzfluss? Ja. Werden Sie mir jetzt verraten, wo wir hinwollen? Alle aus. Und wie weit? Sie sind viel zu neugierig. Wie soll ich das verstehen? Sie haben sich in nichts einzumischen. Sie sind nur Gehilfe. Hat Hawkins das nicht gesagt? Doch. Na also, dann merken Sie sich's und richten Sie sich danach. Also, von hier ab reiten wir getrennt weiter. Toby. Ja? Wir treffen uns bei der Kirche. Und John und Sim triffst du vor dem Sheriffbüro. Komm, John. Hey. Alles in Ordnung? Sag, Frank, er soll nicht von vorn ans Gericht reiten. Hinten ist es günstiger. Aber Frank hat es anders gewollt. Frank weiß nicht, dass wir dem Sheriff da vor der Nase rumreiten. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Sagt, wir sollen an die Rückseite heranreiten. Na gut. Vorwärts. Da sind sie. Das ganze Haus besetzt. Niemand kann raus. Der Kassierer zum Geldschrank. Aber schnell! Aufmachen! Mach den Geldschrank auf.
Wird's bald. Alles an die Wand, los. Aber beeil dich, mach etwas schneller. Es ist ja kaum Geld drin. Ich weiß, wie viel es ist. Pack es hier rein. Halte die Hände etwas höher, Nachbar. So, stell dich daneben. Na? Was soll das schießen? Wirf ihn her. Schnell, verschwinden. Gesicht zur Wand. Wie ein Bulle, aber dumm wie ein Ochse. Los! Ob es sich gelohnt hat? Aber sicher. Ein schöner Ritt. Unsere Verfolger sind bestimmt noch meilenweit entfernt. Ja, aber sie haben den Telegrafen als Verbündeten. Darum trennen wir uns. Jeder von uns reitet allein nach Hause. Ohne Begleitung. Los. Vorwärts. Sie haben mich wohl nicht verstanden. Wir reiten nicht mehr in Gruppen. Ja, ich kenne die Gegend nicht. Reiten Sie mit dem. Ich reite mit Ihnen. Das ist mir lieber, denn Sie haben das Geld bei sich. $21.220. Das macht durch 10 $2.122 für jeden. Das aber nicht gerade viel. Nicht unsere Schuld. Woran hat's gelegen? Fragen Sie den. Es wäre alles gut gegangen, wenn er nicht plötzlich geschossen hätte. Wenn der Beamte geschossen hätte, wäre einer von euch nicht hier. Warum habt ihr denn die Waffen nicht vorher eingesammelt? Dann wäre doch das alles überhaupt nicht passiert. Denken Sie vielleicht, dass ich davon nichts verstehe? Jedenfalls nicht viel. $2.122 dafür, dass man Kopf und Kragen riskiert? So viel verdiene ich ja auch als Farmer. Wir lassen uns gern von besseren Vorschlägen überraschen. Aber nicht solchen Kleinkram. Verlasst euch darauf. Gebt mir mein Geld, ich gehe schlafen. Diesmal teile ich noch mit Claxton, aber das nächste Mal muss er mit dabei sein. Gute Nacht. Kalt wie ein Frosch. Ganz schön frech für die Größe. Aber mit dem Revolver kann er ganz hübsch umgehen. Sie malen schöne Bilder, Mr. Barlow. Es tut mir leid, wenn ich Sie enttäuscht habe, Miss Laura, aber wie Sie wissen, sind in meinem Beruf solche Umwege kaum zu vermeiden. Sie sind nicht besser als alle anderen Verbrecher. Viel schlechter sind Sie noch. Denn alle Renus geben offen zu, was Sie sind und Sie nicht. Ich bin sehr dankbar für Ihre Aufrichtigkeit. Sie interessiert wohl der Maler mehr als der Mensch. Und dann ist es besser, dass Sie Bescheid wissen. Ja, allerdings. Ich hatte nie viel von den Menschen erwartet. Aber an Sie habe ich geglaubt.
Weil ich an Sie glauben wollte. Hätte ich nur gewusst, wie ich mich täusche. Ich kann nicht länger warten. Ich muss mit einem Brief zu Peterson. Warten wir noch bis morgen, Monk. Er wird kommen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir wissen nicht, was ihn aufhält. Sie wissen, er hat nun mal eine Vorliebe für Frauen. Lassen Sie mein Pferd satteln. Wie Sie wollen. Es kommt jemand. Das ist ja komisch. Durch die Hintertür. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Jim. Onkel, überbring sofort für mich eine Nachricht an Peterson. Ich mach mich gleich fertig. Gut. Wo warst du, Jim? Was gibt's denn? Interessante Sachen, Monk. Viele interessante Sachen. Nachricht von Barlow, Vater. Schön. Er macht Fortschritte. Er will sich mit mir beim Sheriff von North Warren treffen. Sobald wie möglich. So? Bestelle ihm am liebsten wäre mir Freitagnacht. Besser als Sonnabendnacht. Vorher finden wir Hieronymus nicht. Er ist immer unterwegs. Gut, Sonnabend. Hieronymus. Ulkiger Name. Ja, ich fresse einen Besen, wenn das nicht der alte Hieronymus ist. Gibt's was Neues? Nein, das alte ist noch gut genug. Ich rufe dir die Jungs. Jim, Monk, kommt her. Das ist mein Neffe, Jim Barlow. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Monk Claxton. Guten Tag, Mr. Claxton. Was zieht dich wieder mal in die Gegend? Ach, ich bringe gute Emaillewaren. Kochtöpfe und Schüsseln. Du kannst frei sprechen. Wir sind unter uns. In meinem Beruf ist Vorsicht das halbe Leben. Barlow, Mr. Peterson erwartet Sie Sonnabendnacht. Wo? Im Büro des Sheriffs von North Vernon. Ich komme hin. Das wird Barlow sein. Guten Abend, Peterson. Freue mich, Sie zu sehen. Gut, dass Sie da sind, Jim. Sheriff Mosley. Sheriff? Guten Abend, Barlow. Polizist Bonner. Guten Abend. Guten Abend. Ich hatte schon Sorgen um Sie. Die habe ich mir auch gemacht. Wie geht es, Monk? Gut, sehr gut. Setzen wir uns, ja? Hören Sie zu. Also, meine Herren, die Renos haben eine ganz große Sache vor. Sie haben auf meinen Köder sofort angebissen. Nun müssen wir es abwarten. Hier ein Telegramm aus Indianapolis. Jim Barlow, Seymour, Indiana. Maisernte erreicht in diesem Jahr einen Ertrag von 100.000 Scheffel. Wir brauchen deine Hilfe. Tante Mary fährt am Freitag, den 11. mit dem Zug um 8.50 Uhr von hier nach Louisville. Sie erwartet dich beim Aufenthalt in Seymour. Was heißt das? Das kommt vom Gewährsmann aus dem Hauptbüro der Expressgesellschaft. Ja. Es bedeutet, in dem Zug von Indianapolis nach Louisville befinden sich an diesem Tage 100.000 Dollar. 100.000 Dollar? Tatsächlich 100.000 Dollar? Das ist unsere Chance. Dann geht's ab nach Kalifornien. Halt, meine Herren, es lohnt sich noch nicht, Fahrkarten zu kaufen. Bedenken Sie, Freitag ist schon übermorgen. Ich habe nicht genügend Zeit, um meine Leute zu holen. Claxton und ich, wir schaffen das nicht allein. Na, und die Reno-Bande? Ach, hören Sie doch mit denen auf, das sind doch Stümper. Nullen. Bis jetzt waren Sie gut. Zugegeben, ja. Aber Sie sind doch Stümper. Das ist eine große Sache. Da brauche ich Fachleute. Andernfalls warten wir lieber die nächste Gelegenheit ab. Wann wird das sein? Keine Ahnung. Wenn die Renos Ihrem Befehl unterstehen? Sie wissen, wie die sind. Frank will das alles selber machen. Aber wenn er Ihnen gehorcht... Ja. Ja.
Hier untersteht meinem Befehl. Ich dulde von niemand Widerspruch. Bei der Summe tun wir alles, was von uns verlangt wird. Es darf kein Fehler vorkommen. Wir treffen uns in Ewalls Farm um 5 Uhr früh. Seid aber pünktlich. Seid aber pünktlich. Den möchte ich fertig machen. Erst wenn wir das Geld haben. Guten Tag, Clint. Ich muss mit Ihnen sprechen. Worüber? Über Laura. Schaffen Sie sie von hier fort, bevor es zu spät ist. Ich habe es oft genug versucht. Ich wollte, dass sie das Land verlässt, aber sie hält zu meinen Brüdern. Ich fürchte, ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Ja, warum nicht? Ihnen ist das sicher möglich. Meine Brüder sind Verbrecher. Sie vernichten sich selbst und vernichten Laura. Und auch Sie werden noch dran glauben müssen. Aber ich... Sie ist es wert, Mr. Barlow. Bitte helfen Sie meiner Schwester. Sie schaffen es. Sie tut es sicher. Denn sie liebt sie. Meinen Sie nicht, dass es besser ist, wenn sie mir das selber sagt, Clint? Wie spät ist es? Keine Ahnung, er muss gleich kommen. Da ist er. Alles fertig machen. Er fährt durch die Kurve. Jack, du reitest mit deinen Leuten zum anderen Ende des Zuges. Aber leise. Ihr kommt mit mir. Geldkiste! Gebt euch gefangen! Dieser verdammte Barlow ist ein Spitzel! Thank you.
Er hat sowieso nie treffen können. Slim! Achtung rechts! Ich mir Barlow. Verwundet. Na schön, wenn schon. Halt's Maul! Nein, es hat keinen Sinn mehr. Ich geb's auf. Wie? Ich schießen? Ich ergebe mich. Zurück, du Schuft! Bringt ihn ins Gefängnis. Komm her. Ich hätte den Schuft gern umgelegt. Den brauchen wir noch, dich auch. Los, nehmt ihn mit. Geh schon. Mosley, habt ihr auch den Mann mit den Pferden? Den haben wir auch. Armer Claxton. Er hat es nicht geahnt, dass ihm ein so schnelles Ende bevorsteht. Er ist ein guter Mensch gewesen. Wir zeigen euch, was recht ist. Das ist ein Gewaltakt. Es geht um unsere Sicherheit, um Ruhe und Ordnung. Niemand weiß, was die Renos noch tun. Wir dürfen einfach kein Mitleid mit ihnen haben. Nicht etwa wegen unserer Sicherheit. Nein, nur wegen der Sicherheit unseres Staates. Überall regieren anständige Männer.
Nur bei uns nicht. Das weiß ich nicht nur, sondern die meisten von euch auch. Niemand von uns ist rachsüchtig. Niemand ist unbesonnen. Es handelt sich hier um etwas, das geschehen muss. Mit der gleichen Kaltblütigkeit, mit der man eine Ratte vertilgt. Will jemand noch etwas dazu sagen? Solange die Reno-Bande lebt, wird der Terror in unserer Stadt niemals enden. Die Zeit ist gekommen, um Ordnung zu schaffen, sonst werden wir hier niemals mehr in Ruhe und Frieden leben können. Also sorgen wir für Ordnung in unserem Land. Noch jemand? Hört auf zu reden. Wir wollen handeln. Es ist jetzt 11 Uhr. Wenn wir gleich aufbrechen, erwischen wir die drei noch vor Morgengrauen. Nehmt eure Waffen und Masken. Ergib dich! Komm raus! Laura, es musste ja so kommen. Auch meine Brüder hätte ich nicht verschont. Es tut mir leid, aber ich durfte nicht vorher sagen, worum es geht. Wer ist da? Es ist alles in Ordnung. Bist du Jim? Ja. Ach so. Was ist denn los hier? Oh, wer ist da? Clint, Mr. Jewell. Wo ist Barlow? Der ist hier. Mr. Barlow? Laura, man will unsere Brüder lynchen. Wer? Fischer und viele andere reiten nach North Vernon. Acht auf Laura. Ach, Clint, wie ist das möglich? Fischer, Dedrick und Folly sind die Anführer. Sie haben die anderen überredet. Was? Hände hoch, Sheriff. Aufstehen.
Keine Bewegung. Was wollt ihr? Wir wollen die Renos. Aber ihr könnt nicht die Schlüssel raus. Simmy, you hear that? Yeah, yeah, I heard him. You men got no right give to... Give us the keys. Well, you guys wearing masks anyway. Hurry up, we haven't got all night. Which way? There. All right, take them out. All right, boys. Oh. No, you can't. Frank! Frank! This one next, man. Frank! Yes, you have. You got a lot of good stuff. No! You've got to give us a trial! No! 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 Shut up and stop begging like a yellow belly. All right, drag him out of there. Frank forgot how to walk. Get your hands off of me. Bleiben Sie stehen, Barlow. Ihr handelt gegen das Gesetz. Lasst mich rein. Jetzt sind wir das Gesetz. Ihr seid Pöbel. Wir sind Bürger und schützen uns vor Verbrechen. Das dürft ihr nicht tun! Maul, mir wird übel. Frank! Gebt die Gefangenen frei! Es ist unser Recht. Sie wollen Gesetz und Recht und verbinden sich mit diesem Pöbel? Die Renos kommen vor ein Gericht und sie werden dort verurteilt. They're gonna be hanged now. Yep. Drop that gun, Barlow. Get on with it. I know you, Fisher, and you, Dedrick. If you hang these men... All right, Fisher. Who are the others? Dedrick, who are they? I don't like lynches much better than I like outlaws. Put him in the Reno cells. It was worth it. After a few years behind the bars, maybe you'll change your tune. Mighty good shooting, Barlow. Sorry, fella. Didn't do much good after all. You shouldn't have come here. I had to. I'm sorry, Laura. I tried. I know. Thank you.